Herzlich willkommen zu unserem heutigen Beitrag, die Harmonie der Farben. Die Suche nach wohltuenden Farben, da begegnet uns sehr schnell immer die daoistische Harmonielehre Feng Shui. Wissen Sie eigentlich, was Feng Shui wirklich bedeutet? Feng ist der Wind und Shui das Wasser. Die erste Farbentscheidung fällt also mit der Auswahl des richtigen Orts. Feng Shui-Meister waren im alten China eine Art Geomant, der geeignete Bauplätze für Straßen und Gebäude bestimmen musste. Die Lage und Ausrichtung der Bauten leitete er von günstigen Energieströmen ab. Das klingt für unsere heutigen Ohren vielleicht etwas esoterisch. Aber wenn man sich genau anschaut, was dahinter steckt, merkt man, da geht es um Ressourcen im Boden. Also man baut ressourcennah und schafft nicht über weite Transportwege die Materialien heran, wie zum Beispiel Bauholz. Man baut da, wo das Wasser ist oder da, wo günstige Winde sind, also frische Luft auch in den Siedlungen einströmen kann. Und wenn wir uns unsere heutigen Probleme angucken, dann merken wir, in Harmonie mit der Umwelt leben wird immer wichtiger. Es ist ein Grundbedürfnis des Menschen in Zeiten von Pandemie, Klimawandel und Globalisierung. Schauen Sie sich zeitgenössische Bauentwurfslehren an, wo es vordringlich um Fragen der Typologisierung, Normung und Standardisierung geht. Hat das individuelle Bedürfnis des Menschen nach einer lebenswerten Umwelt keinen Platz? Den Neufahrt, den Sie hier sehen, die erfolgreichste Bauentwurfslehre in der Geschichte der Menschheit, in 19 Sprachen übersetzt, bisher über 500.000 Mal weltweit verkauft, da findet sich eine Seite über Farbgestaltung und die noch in Schwarz-Weiß. Hier erfährt man, dass Rinder 4,5 Quadratmeter zum Leben brauchen, Hühner mit einer Fläche kleiner als ein DIN-A4-Papier zum Leben auskommen müssen. Mindeststandards sind heute leider auch die Regel bei Wohn- und Sozialbauten. Standards für atmosphärische Faktoren wie Farben und Licht gibt es nicht. Schauen wir uns die Konsequenzen dieser Haltung bei einem Grundschulbau an. Es ist ein altes Gründerzeitgebäude, was wir hier in Wuppertal mit einem neuen Farbkonzept versehen sollten. Und das ist natürlich ganz interessant, wie beginnt man bei so einem Farbkonzept? In der Regel setzt man sich erstmal mit allen Beteiligten zusammen. Das heißt, Schüler, Lehrerinnen, Lehrer, Eltern kommen zusammen mit uns und reden darüber, was in diesen Räumen passieren soll. Und dann kann man ganz schön sehen, wenn man jetzt zum Beispiel die Schüler bittet und sagt, guckt doch mal bei diesen Farben, sortiert doch mal Farben raus, die ihr eher als böse empfindet, die euch bedrohen, die euch irgendwo Angst machen. Dann sieht man ganz schön eine Palette, wie man sie hier sieht, dunkle Farben, eigentlich die Farben des Schattens. Wenn man sie fragt nach positiven Farben, also Farben, die sie motivieren, Farben, die sie irgendwo mit Freude erfüllen und Farben, die sie mit positiven Gedanken stimulieren, dann kommt man zu den Farben des Lichts, also helle, pastellige Farben, manchmal auch hochgesättigte Farben mit einem hohen Buntheitsgrad. Also das, was wir auch über Kinderfarben in der Regel auch, wenn wir Kleidung kaufen für Kinder oder Kinderzimmer gestalten, auch gerne für unsere Kinder, dann gestalten. Und dann merken wir natürlich ganz schön, hier in dieser Schule ist das ganz anders. Ich nehme Sie kurz auf einen Rundgang mit und schauen wir mal, wenn wir hier zum Beispiel eintreten, merken wir der Eingang ja schon wieder in den Farben der Bedrohung. Hier traut man sich kaum rein. Dunkles Braun, dann auch noch zusätzlich verschattet, das macht nicht gerade Lust. Dann machen wir die Tür auf und stehen hier drinnen in einem dunklen Treppenhaus. Alles Anthrazit, also ein dunkles Grau, und das wickelt sich natürlich durch das Treppenhaus, die Geometrie, in die dritte Dimension. Der Raum wirkt düster und abschreckend. Wenn wir weitergehen, stehen wir bald vor so einer dunklen, grünen Treppenhaustür. Und hier merken wir auch, grün ist nicht gleich grün, sondern es gibt motivierende Grüns, welche die einen wirklich auch anregen. Aber es gibt auch welche, die einen so ein bisschen ja, düsterer Wald bedrohen. Und dann kommen wir jetzt rein, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, in den Klassenraum. Und dann merken wir, hier wollen wir gleich wieder raus, hier wollen wir gar nicht sein. Ja, kleine Fenster kommt noch aus dem Kasernenbau, die ganze Architektur und das Gedankengut auch. Und dann merken wir, ja, es ist zwar ganz schön, aber man hat nicht den richtigen Ausblick. Man fühlt sich so introvertiert drin, eingeschlossen. Und für einen introvertierten Raum brauchen wir natürlich eine fröhlichere Farbgestaltung. Hier müssten wir also eher lebendige Farben haben, vielleicht auch behagliche Farben, um so ein Innenraumgefühl, so ein behütetes Gefühl bei den kleinen Schülerinnen und Schülern zu wecken. Was man hier aber hat, ist eigentlich eher so ein bisschen vergilbte Atmosphäre und ein ganz, ganz schlechtes Kunstlicht auch drinne und halt nicht ausreichendes Tageslicht.
Die Prinzipien harmonischer Raumgestaltung wurden mit vielen kulturellen Relikten der Vergangenheit nach dem Zweiten Weltkrieg entsorgt. Also auch die Entwurfslehren in den Hochschulen und Architekturuniversitäten eigentlich der ganzen Welt, die verloren auch ihre Farblehren und es verschwanden auch die Harmonielehren aus dem Lehrplan und haben wir aber ein Problem, weil wenn wir uns historische Bauten eigentlich bis zum Zweiten Weltkrieg angucken, dort merkt man Farbe und Form, ja der gesamte Raum wurde nach harmonischen Prinzipien, nach Regeln erbaut, die noch auf den römischen Baumeister Vitruv zurückgehen. Das sehen wir auch ganz schön zum Beispiel, wenn wir historische Orte angucken wie Rom oder Venedig, wo ganze Siedlungen, ganze ja, Plätze, teilweise auch ganze Stadtteile heute unter Denkmalschutz stehen. Und natürlich gehört nicht nur ja, die Formsprache, sondern auch die Farbensprache mit zu dem Original. Le Corbusier, ja, moderner Baumeister, schuf in seiner Polychromie architektural sogar Regeln, Prinzipien harmonischer Raumgestaltung, die alle ja, klassischen Modernen in dieser Zeit auch anwendeten. Es ist also ein Vorurteil, wenn man denkt, die bauten alle nur weiß. Ja, und wollten nichts mehr von Farben wissen, sondern Farben waren bis dahin ein wichtiges Element, ein unverzichtbares Element in der Raumgestaltung. Wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel einmal die Siedlungen des weltbekannten Architekten Bruno Taut angucken. Ich habe jetzt hier für Sie die Waldsiedlung in Berlin-Zehlendorf ausgewählt und lade Sie auf einen kurzen Rundgang ein. Man merkt jetzt hier schon, dieser Kiefernwald, typisch für Berlin in den sandigen Böden, harmoniert mit den Mineralfarben, die dort verwendet sind. Man sieht, dass Eingänge schaffen kleine Akzente, man weiß also, da soll man rein. Aber es ist auch oft so, dass man im Prinzip immer wieder so die Proportionen auch mit Farbe auseinanderbauen kann. Das heißt, große Wohnblöcke werden durch farbliche Gestaltung linear oder auch vertikal kleiner und gehen mehr auf den Maßstab des Menschen zurück. Wenn wir das in den Bauten der Umgebung angucken, die man da auch ganz schön sehen kann, eigentlich die gleiche Größe, merkt man natürlich den deutlichen Qualitätsunterschied. Die wirksame Gliederung der Bauten war bei Taut nicht durch Mauern erzeugt, weil das wäre ja wieder Verschwendung von Baumaterial, sondern er hat Farbklaviaturen nach harmonischen Regeln angelegt. Und man merkt das ganz schön, wenn man da vorbeifährt oder auch schlendert, ist das manchmal fast wie Musik. Der Teufel liegt im Detail. Die Qualität der Farben sieht man an den haptischen Oberflächen. Hier sieht man zum Beispiel aus der Umgebung eine speckige Oberfläche. Teerfarben drauf mit hohen Lackanteilen. Und bei den mineralischen Farben, die wirken so matt, leicht, sandig auch drauf. Dann hat man zum Beispiel eine wunderbare Haptik. Schauen Sie hier mal auf diese Birkenrinde und das Fenster in einem Bau von Taut. Wer gezielt danach schaut, dem erscheinen diese Bauten der klassischen Moderne danach in ganz anderem Licht. Doch kann uns eine uralte Harmonielehre wie Feng Shui heute noch von Nutzen sein? Feng Shui basiert auf der daoistischen Lehre vom Yin und Yang. Die Harmonie zwischen Mensch und Natur, die es zu erreichen gilt, wird im Feng Shui als Kräftegleichgewicht definiert. Das heißt, eine Balance immer zwischen verschiedenen Kräften, die an diesem Ort auf den Menschen einwirken. Das weiße Yang steht als männliches Prinzip für Helligkeit, Wärme und Aktivität. Für den Ausgleich sorgt das weibliche Prinzip des schwarzen Yin durch Dunkelheit, Kälte und Ruhe. Anregende Atmosphären schaffen sie nach Feng Shui durch viel Licht und helle Farben wie Rot, Orange und Gelb. Dunkle Farben wie Blau und Violett sorgen für den Ausgleich und Atmosphären der Ruhe. Grün ist im Feng Shui an sich bereits eine ausgewogene Farbe, die in der Mitte zwischen beiden Kräften steht. Farbe wird im Feng Shui, also ähnlich auch wie bei Goethe, der wahrscheinlich auch darauf zurückgeguckt hat, als ja, Erscheinung zwischen Licht und Dunkel definiert. Doch Vorsicht! Mit Gegensätzen zwischen Schwarz und Weiß, kalten und warmen Farben erzeugen sie noch keine Harmonie. Von Wohlgefühl oder einem positiven Empfinden ganz zu schweigen. Zuordnung von Farben zu Himmelsrichtung oder Elementen wie Blau zu Wasser, Weiß zu Metall, Gelb zu Erde, Grün zu Holz und Rot zu Feuer liefern uns kein Rezept für harmonische Farbgestaltung. Das traditionelle Feng Shui ist eine Lehre, die den richtigen Weg weist, aber auch nicht mehr. Wir müssen selbst danach suchen, wie sich an einem bestimmten Ort ein harmonisches Verhältnis zwischen Mensch und Natur herstellen lässt.
Das sehen wir aber auch ganz gut, wenn wir uns historische Bauten angucken, gerade aus dem asiatischen Raum. Auch hier merken wir zum Beispiel an dem grünen Wasser, an der Farbe des Holzes, an der ganzen Lage, Form und Farbe bilden hier eine Einheit. Und man möchte hier nichts ändern, nichts hinzufügen oder nichts wegnehmen. Aber Harmonie kann man auch heute schaffen. An dieser Stelle kommt die Wissenschaft ins Spiel, weil ein Gefühl wie Harmonie ist subjektiv. Was wir objektivieren können, sind die Wirkungen von Farben und Formen, von Räumen auf den Menschen. Und das steht in einem Verhältnis. Wenn wir also das erreichen, was wir in Räumen für uns, was wir uns vorgenommen haben, zum Beispiel, dass Menschen besser lernen können, dass sie effektiver arbeiten können, dass sie gesünder leben, dass sie in irgendeiner Weise miteinander angeregter kommunizieren, was auch immer wir für Parameter eigentlich uns vorher überlegt haben, dann müssen wir entsprechend die richtigen Farben, die richtige Formensprache, den richtigen Raum dafür finden. Und wenn uns das gelingt, eine Harmonie, ja, zwischen dem, was der Mensch tut und erlebt und dem, wie der Raum tatsächlich auch ist von Farbe und Form, wenn wir dieses Kräftegleichgewicht hergestellt haben, dann ist es uns gelungen. Und ich werde Ihnen in der nächsten Folge an einem Beispiel Gesundheitsbau zeigen, wie man methodisch vorgeht, um zu einer harmonischen Raumgestaltung und Farbgestaltung zu kommen.